Wir sind heute bei einem Würzburger Unternehmen, welches innovativ und nachhaltig Lieferungen von A nach B bringt, nämlich mit dem Fahrrad. Die Radboden GmbH ist ein Fahrradkurierdienst, den ich heute begleiten darf, um einen besseren Einblick in den Arbeitsalltag zu bekommen. Hallo Frau Zentarski, hallo Noli. Danke auf jeden Fall, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Das freut uns sehr. Ich würde auch gleich mit der ersten Frage starten. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Radboden zu gründen? Mein Mann zusammen habe ich Radboden gegründet 2017 und das kam tatsächlich, weil wir uns so sehr für diese Arbeit begeistert haben und weil wir Würzburg einfach ein bisschen nachhaltiger machen wollten. Und was unterscheidet Ihr Kurierdienst von anderen? Ja, zum einen haben wir natürlich das beste Team und wir sind nachhaltig, also wirklich so nachhaltig, wie es möglich ist. 100% ist natürlich, das geht logischerweise nicht, aber bei der Auslieferung tatsächlich schon. Wir verwenden Motoren und auch Nicht-Motoren bei unseren Lastenrädern. Da ist auch viel Muskelkraft mit dabei und wir verzichten vollkommen auf Verbrennungsmotoren. Wie schnell haben die Radboden Anklang bekommen bei den Kunden? Damals war es tatsächlich ein bisschen schwierig. Wir sind ja hier in Franken. Da ist alles ein bisschen konservativer und die Leute sind vielleicht nicht ganz so offen vom Mindset. Und das war natürlich was Neues, gerade im Stückgutbereich, also das heißt Paketlieferungen. Das Thema kam in den letzten Jahren jetzt aber natürlich ganz neu nochmal ins Gespräch, auch aufgrund der politischen Entwicklung. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, Energiesparen ist jetzt ein Riesenthema, Benzinpreise sind unglaublich teuer. Das kurbelt natürlich die ganze Situation nochmal an und spielt uns mit dem, was wir tun und mit der Nachhaltigkeit, die wir liefern, natürlich dann auch in die Karten. Was ist der gängigste Lieferungsinhalt? Tatsächlich medizinische Proben, Urinproben und all solche Dinge. Also gar nicht so tolle Sachen, gar nicht so spannend, aber wir liefern natürlich auch Bücher, wir liefern Blumen, wir liefern Haushaltsartikel, wir liefern Büroartikel, wichtige Dokumente, die schnell von A nach B müssen. Gibt es weitere Projekte, die Radboten in Planung haben? Ja, wir haben ja in Würzburg Vulivery gegründet. Das ist diese Einzelhandelsbelieferung von Einzelhändlern zu den Kunden nach Hause, ganz nachhaltig mit uns. Und das und auch unsere üblichen Produkte oder Dienstleistungen, die wir anbieten, werden wir in zwei weiteren Städten in den nächsten Jahren anbieten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Danke für die Antworten. Und danke auch dir, Noli, dass du mit dabei warst. Wir haben jetzt hier eine Mitarbeiterin, die liebe Christina. Hallo. Und sie darf ich heute bei einer Lieferung begleiten. Wie viele Auslieferungen habt ihr dann so am Tag? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben im Durchschnitt so etwa 200 Lieferungen am Tag. Aber es variiert natürlich. Ja. Es gibt mal Tage, da ist wirklich viel. Und dann gibt es mal Tage, da hat man ab und zu mal ein bisschen Luft dazwischen. Wir sind total happy, erstmal, dass ihr das so umweltfreundlich erledigt in der City. Und klappt ja auch immer alles wunderbar. Danke, dass du mich mitgenommen hast. War sehr interessant und ich habe richtig viel gelernt. Sehr, sehr gerne. Hast dich gut angestellt. Danke. Kannst jederzeit hier wieder Probearbeiten. Ja. Dieser Tag war sehr erfolgreich. Wir haben viel über die Radboten gelernt und konnten das Unternehmen besser kennenlernen. Wie bringt man am besten seinen Einkauf von A nach B? Das erfahren wir im nächsten Video.